herzlich willkommen zum Frühlingsfest. Check. Anna und ich haben uns überlegt, wir müssen da mal beim Presserundgang mitkommen. Das hat schon Tradition, ich mache jedes Jahr. Ja. Ja. Und diesmal mit Sicherheitsausrüstung, denn wir sind hier bei Krumm und Schief. Ja, Krumm und Schief. Auf dem Bau. Krumm und Schiefbau. Ähnlich wie der Schönheitsdoktor vom Chef, ne? Krumm und Schief. So heißt er, glaube ich, auch. Und ganz wichtig, hier dürft ihr sogar Dippi mit. Ja. Anna, pass auf dich auf! Tschüss. Und auf die Hände fest! Anna hat schon den wichtigsten Mann hier am Volksfest entdeckt. Meinen persönlichen Brezendealer vom Brezen Hartnagel, direkt neben dem Rockhaus, die besten Brezen hier auf dem Volksfest. Ja, war klar, verfressen, da sieht sie nur nicht an. Ne? Aber man ist ja hier beim Schaustellerverband auch immer offen für Neuerungen. Die Schausteller sind ja, die gehen mit der Zeit. Jetzt gibt es das Europas größte Riesenrad, das ist ja nicht das Highlight, sondern Riesenrad ohne Gondel. Jetzt haben wir die Prominenz. Herr Pfarrer, Sie wissen ja, ich habe ja eine Vergangenheit auf dem 1. FC Nürnberg und da Sie ja einen guten Draht nach oben haben, können Sie uns sagen, wird der Club heuer noch Deutscher Meister? Deutscher Meister mit Sicherheit nicht. Oder spielt vorne schon mit. Können Sie uns das bestätigen? Ich sage es jetzt mal so aus. Wie können wir Sie denn in Regress nehmen, wenn das nicht passiert, was Sie uns jetzt versprechen? Was dann können wir denn da tun? Dann müsst ihr schon selber schauen, wie Fritz kommt. Fritz sagt, wir wollen in den Himmel, wir wollen nach Europa. Na ja, können wir nach Europa fressen? Nee. Haben Sie keinen Draht nach oben? Nein, doch, so Draht nach oben habe ich schon. Aber dafür seid ihr selber zuständig. Ach so. Was haben Sie denn für ein Draht zum Wettergott? Zum Wettergott? Ist der gut? Zum Petrus? Normal schon. Und? Aber für Großwetterlagen, da momentan sind wir den Lehrbuben dran. Das ist fürchterlich. Also nur für die kleinen Gewitter ist er zuständig. Also ich habe den Eindruck, Herr Pfarrer, Sie können uns denn wirklich helfen. Doch schon. Ja, natürlich. Aber nicht in den Fragen, die nie wissen. Richtig, die, genau. Wissen. Ja. Beichten. Ah, das will von mir keiner hören, was ich beichten will. Also, viel Spaß noch, Jungs. Sagt mal Frau Heimer. Wir von der Presse, oder die von der Presse sind ja auch eher nur die Freibiergesichter. Deswegen sind die alle auf dem Presserundgang. Ne? Die sind vorne dran. Aber damit ihr auch was davon habt, haben wir was vorbereitet. Und zwar zum Max-Liebermann laden wir ein, der N1 Stammtisch. Gewinnt euren Platz bei unserem Stammtisch. Morgens bei uns in der Flo Kerschner Show von 5 bis 10. Dienstag einschalten. So, und jetzt einen guten.